So, herzlich willkommen zu... Hey, das Spiel mit Licht beherrscht man langsam. zu Vlog 182. Viel Spaß! Herzlich willkommen zum neuen Vlog. Es ist warm genug. Kein Mensch braucht Mützen. Ich bleibe noch im Gegenlicht, weil die Frisur ist scheiße. Da, die jucken sich jetzt auch schon mal einen ab, weil jetzt haben wir die Bürste wieder ein. Hey, die ist noch nicht ganz fest und ihr ramponiert schon wie die Sau. Die haben wir noch nicht mal ganz festgeschraubt. Schon ist die im Beschlag, ne? Von euch Ladies. Weil jetzt hat man da einmal das Tor zu und es ist ja so schönes Wetter, ne? Und es kommt ja gleich der Sommer. Alter. Ich brauche beide Hände. Ich zeige euch da noch ein paar Bilder von den Ladies. Ah. So, jetzt können wir es schrauben. Erik! Du Socke! Nicht einmal selber laufen! Unglaublich! Also bis gleich. Nein, nein. Am Truck ist es, jetzt sage ich wieder da. In der Werkstatt. Erik, hast du Messer? Hey! Und alle schon runtergrieben, ne? So, wir müssen es einfach schaffen, dass wir heute noch mit der Parker gehen, oder? Was für ein Fass, alter Schwede, ey. Ich muss euch da was genauer zeigen. Wir fahren dann einfach schnell mit. Aber jetzt muss ich erst einmal Futter für die Kühner tun, sonst geben die keine Milch mehr. So, da haben wir gestern Nacht noch schnell Hennen versorgt. Gestern Abend, weil die kein Wasser mehr gehabt haben. Das ist ja immer dasselbe, ne? Verlässt dich auf jemanden, bist verlassen. So, springst du an, so kalt ist es gar nicht heute. Eben. Hätte ich aber auch gesagt, keine. Ich zeige euch die Scheiben lieber nicht. Doch die ist super sauber, oder? Guckt zumindest ein Video so aus. Aber nachts sieht man so wenig Grad. Eieieiei.
Wir müssen jetzt dann unbedingt noch auf den Acker. Bis gleich. So, aber bevor wir auf den Acker gehen, muss ich erst schon meine Kühlis noch einstreuen. Samstagsritual. Ach, ich finde es mega immer. So, ich gebe euch mal die Ansicht. So, was ist? Lässt du den Steier, du? So, Freunde der Nacht, wir sind immer noch nicht in Richtung Acker und Wiese unterwegs. Ich muss erst für meine eine Pumpe, ist der Fleckschlauch gebrochen. Oder das heißt gebrochen, er ist halt einfach kaputt. Dann muss er jetzt tauschen, den bereiten wir jetzt vor. Ich werde ein wenig einkürzen, ich hoffe, dass das einfach so geht. Wir werden sehen. Was sonst heißt, heute wieder improvisieren und Teile hinfuddeln, die eigentlich so nicht zusammen können. Ach, ihr wisst ja, wie es immer ist. So, Messer hat keiner. Na, Hund? Ja, Hundi! Der braucht auch immer ein wenig Abwechslung. Der hat schon wieder Angst, dass ich ihn da innen alleine lasse. Der hat immer Angst, dass er nicht mitgenommen wird. Na, Hund? Du hast immer Schiss, dass du nicht mitgenommen wirst, ne? Oder? Da denkt er schon wieder, das ist eine Stange für ihn. Na, Hundi. Ne? Nix zum Futtern, der Michi Metzger kommt erst wieder. Den knurrt er zwar immer an, den Michi Metzger, aber weil er seine Kühe mitnimmt oder seine Kalben mitnimmt, aber die Hunde schmecken schon, gell? Na, Hund? Der Rest schmeckt dir dann schon. Hm.
muss sowas immer so altbackt sein. Verstehst? Bei uns musst du schauen, dass du kein Plastik mehr verwendest und da rumkaut und rumkaut. Hauptsache Gemecker und Gemoser. So. Ich hoffe so, dass das passt, echt. Ich hoffe so, dass das nicht 1,5 Zoll ist, weil das ist 1,25, ne? Na Hund? Hundi! Zack, ins Hose war reingestochen. Hühnchen! So, jetzt müssen wir mal schauen, den da können wir vorbereiten. Also mal so passt's, ne? Ist nur die Frage, ob es hinten passt. Ich habe das irgendwann schon mal bestellt. So, ein bisschen anrauen, ja, dass das Hanf hält. Jetzt sagen wir, ey, warum dichtest du mit Hanf ab? Ich finde immer noch Hanf ist das Beste und du kannst auch mal einen Ticken zurückdrehen. Ich muss nur einmal schauen bei uns, dass noch Haare da sind. Irgendwann haben meine Kinder den ganzen Hanfstrang an den Baum genagelt. Haben irgendwo den Skalp abgezogen. Ach, unglaublich. Wenn du nicht aufpasst, fangen die irgendwann das Kreissägen da hinten an. Oder von beim Ober, besser gesagt. Da habe ich schon mal ein wenig Schiss davor. Aber ich finde es ja gut, dass sie ein bisschen was machen. Na Hund! Und wenn du dann die Kinder nicht mehr findest und den Hund nicht, dann weißt du eigentlich, wo du schauen musst. Da ist Werkstatt immer ein ganz großer Anlaufpunkt. So, jetzt habe ich von euch dankenswerterweise einen Neofarm mitbekommen. Tun wir ein bisschen was drauf. Braucht man gar nicht viel. Du musst es bloß dann schön einpaschen. Jetzt weiß ich schon, da haben wir jetzt wieder, da korrigieren mich jetzt wieder die Wasserer, ne? Aber die sind bis jetzt echt dicht gewesen da bei mir, meine Rohre da. Hund, was suchst du schon wieder? So, wenn es nämlich sauber vorbereitet ist, dann tust du beim Reparieren relativ schnell und relativ ein. Tust dich relativ schnell. Alter, du tust dich halt relativ einfach. Ich hab das irgendwann mal. Ja, schön in die Fläche rein. Dann ein wenig verböschen und fertig. Jetzt muss man ein wenig üben, aber wenn man das einmal gemacht hat, dann funktioniert das relativ gut. Finde ich halt. Ich weiß schon, Hanfband und so, das geht. Oder Dingsband geht schneller. Aber. Da bin ich halt alte Schule, ne? Ne Hund? Dem ist das immer wurscht. Aber ja, jetzt müssen wir nur noch hoffen, dass es so passt wie mir meiner. Und da brauchen wir irgendwie noch eine Dichtscheibe dafür. So, das war jetzt ganz interessant. Wer den Strommarkt etwas verfolgt hat, wir waren diese Woche auf 70 Cent pro Kilowattstunde. Und. Ach, halt. Ah, nee, die brauchen wir nicht, oder? Brauchen wir? Doch, brauchen wir noch. Das nehmen wir auch mit. Das nehmen wir mit. Ganz kurz.
Der Bernd hat schon was vorbeigebracht. Hier, da haben wir auch was mit vor. Das wird spannend. So, wir brauchen noch die Dichtscheiben. Die auch immer, wo ist, was weiß ich. Jetzt mal gucken. Irgendwo waren nämlich mit relativer Sicherheit gelegen. Oder die haben es damit eingewaschelt. Nee. So, wisst ihr was? Wir schmeißen es am Truck hin, glaube ich. Dann fahren wir am Truck hinter. Und dann, warte mal, meine Leine brauche ich noch. Komm, Hundi. Komm mit. Dem taugt das schon mal, ne? Dir taugt das. Hauptsache, du bist dabei. Hundi. So, also, dann bis gleich an der... Ach nee, wartet, pass auf. Also, es war mit die 70 Cent, da waren wir stehen geblieben. Hopp, komm mit. Und jetzt haben die ersten deutschen Stahlwerke den Betrieb eingestellt. Jetzt heißt es auf einmal, Strom ist wieder bei... Nein, da bleiben! Bei 0 bis 7 Cent. Also die Schwankungsbreite ist schon relativ krass. Ach, der hat Durst. Naja, sein vergönnt. Ist halt relativ krass, ne? Und ich weiß halt auch nicht, ich meine, klar, 70 Cent, das hält keiner durch. Das geht gar nicht. Das geht einfach nicht. Naja, jetzt schauen wir halt mal, wie sich das so ein bisschen tut und wie sich der ganze Scheiß da entwickelt. Und dann werden wir sehen, wie wir da weiterkommen am Strommarkt, am Deutschen. Ey, ich hoffe immer noch, dass das passt. Muss. Also, bis gleich. So, zeige ich mal schnell den Einsatzort. Es sprüht nicht mehr raus wie Sau. Es war schon immer ein wenig Schwachstelle, aber mein Gott. Die Problematik ist halt immer, wann machst du es, wie machst du es am dümmsten? Jetzt ist so die Überlegung, also das muss eine Viertel Zoll sein, das ist 1,5 Zoll, dass wir das einfach nach oben hinziehen, dass wir das irgendwie ein bisschen anders verschraubt kriegen und nicht so lange einen Flexlauf haben. Das Problem ist, dass du so ein 3 Zoll Pumprohr von unten halt auch ganz schwer bändigst. Ne? 3 Zoll, 2,5 Zoll, 2 Zoll, keine Ahnung. Auf jeden Fall dicker und du kannst es schwer bändigen. Ja, das Learning fürs nächste Mal ist ganz einfach. Mehr Platz. Wie immer, mehr Platz, mehr Platz, mehr Platz. Das ist immer der gleiche Scheiß, echt. Ja, jetzt müssen wir halt mal schauen, wie wir das am dümmsten hinwurschteln. Ich hoffe, dass wir die restlichen Teile auch noch haben. Also ich wusste, dass das irgendwann kommt, ne? Und habe mir den Schlauch schon hergelegt. Aber dann fährt man halt doch so weiter, bis es dann mal zerreißt. Und das Zerreißen hat jetzt 1,5 Jahre gedauert ungefähr. Ja, seit dass wir Molkerei umbaut haben. Anbaut haben. Baut haben. Irgendwie so. Eins von den, von diesen Optionen. Den müssen wir dann auch noch reintun. Die warten schon drauf. Na? Ihr, die ihr da Wasser habt, ihr Schnachers. Laufhof hoffe ich jetzt auch noch, dass mein Roboterball abschiebt. Und ja, dann kam der Kommentar von Lili drunter. Nimm mal die Reifen von Lili. Ja, Lili, ich sag's euch ganz ehrlich. Wie viel Euro für Reifen? Dreistellig? What? Nee! Es muss jeder was verdienen, ist mir völlig klar, aber. Aber alles kann ich euch leider nicht geben. Da habe ich in manchen Konten eh zu wenig. Insofern, nee, geht nicht. Also, tun wir da mal die Teile noch zusammen. Die Pumpe steht übrigens immer noch zum Verkauf. Die muss jetzt mal ganz sauber machen. Das Fass ist auch zum Verkauf. Da haben sich jetzt etliche Interessenten schon gemeldet. Mal sehen. So,
Ey, ich hoffe mal, ich hoffe echt, wir haben die Teile da. Das wäre halt geil, wenn man es da einfach nur mal kurz. Anna, Viertelzoll. Können wir brauchen. Können wir brauchen. Ach, der Schlauch passt vor der Länge. Scheiße. So, da oben haben wir noch ganz gut Teile drin. Habe ich mir jetzt beim Einhandmischer wieder irgendwas reingerissen, meine Herren? In der Gräbelkiste wird es auch immer Mauer. Beim Bauerhauer. Übrigens, wir haben jetzt mal gesagt, wir machen so Ankündigungen in die verschiedenen Richtungen. Ja? Passiert ist wieder noch gar nichts. Keiner hat immer Zeit. Also, ich suche jetzt mal Gräbel zusammen und dann geht's weiter. So, jetzt müssen wir uns mal schnell schicken, weil der Rainer ist nämlich schon davon gedüst. Mit dem Sprinter hinterher. Schauen wir mal, ob wir ihn erwischen. Drohne haben wir dabei, die lassen wir auch mal schnell hoch. Die kommen ein wenig jagen. Hoffentlich überlebt die Drohne. Ey, der ist sau schnell. Das ist unglaublich. Das macht. Also, da muss ich ja sagen, das ist der Grund mit, warum wir vor uns auf was weggehen. Einfach die Geschwindigkeit, was er am Acker auch ist. Einmal einsaugen, 9 Kubik die Minute und ausbringen eben auch fast 9 Kubik die Minute. Das heißt, 2 Minuten ist das Fass wieder leer. Ne? Und diese Zeit, die du da nicht brauchst am Acker, verbringst du entweder auf der Straße oder bist schon wieder am Einsaugen, wenn du mit LKW zubringst. Das heißt, volle Leistung beim Ausbringen. Jetzt ist halt unsere Überlegung immer noch, kriegen wir irgendwo LKWs her, die in der Einsaugleistung richtig krass sind. Also das heißt, LKW 2-3 Minuten voll. Das wäre eigentlich richtig. Der hat, ich glaube, ne, Wienhof war das nicht. Mensch, wer hat denn das von der Leistung her mal geschafft? Kotte? Wittrock. Wittrock war das. Die haben ein 36 Kubik Fass auf dem Acker mit 4 Achsen gebaut und haben dann einen Feldrandcontainer an die Grube hingestellt. Das heißt, 6 Kubik mit einem 6 Zoll Schlauch hat der langsam eingesaugt, bis der nächste LKW da war. Und dann, ich glaube, mit 12, 13, 14 Kubik die Minute mit einem 10 Zoll Saugarm, der am Dings befestigt ist, umgetankt. Das heißt, die haben unglaublich schnell die LKWs vollgeschoben und das Fass am Acker hat auch wieder den kompletten LKW in dieser Zeit geleert. Das heißt, AIDA war im Endeffekt für das zuständig, was er am besten kann. Die LKWs fürs Fahren, die Pumpe eben fürs Pumpen und die stand fest dort. Diese, ich sage jetzt mal, 5, 6, 700 Kilo hast du schon nicht auf der Straße zu transportieren. Ich würde sogar sagen, noch mehr, weil du ja auch die Zuleitungen, Ableitungen alles transportieren musst. Ja? Deswegen glaube ich, solche Systeme werden da die Zukunft sein. Diese Schleppergespanne, das bringt immer nichts. So, da vorne düster, seht ihr das? Das scheint fettes Fass, muss man schon echt sagen. Er ist halt unglaublich schnell. Das muss man echt mal sagen. Jetzt hoffe ich natürlich, dass ich jetzt da noch Bilder hinkriege. Das wäre scheiße, wenn nicht. Ich habe jetzt zu viel Kaffee getrunken, meine Herren. Also, ihr habt das Prinzip verstanden. Ich glaube, warum Gülleketten entweder effizient oder nicht effizient sind. Damit
LKW 10, 15, 20 Minuten einsaugen, das ist Käse, meiner Meinung nach. Also das mag für andere besser gehen und passen, aber ich glaube halt einfach, dass dieses Stehen die Zeiten kostet und die Zeiten auch kaputt macht. Also unser Gülle-Truck, der in der Gemeinschaft läuft, der erste, war halt so, der hat langsam umgetankt. Also kannst du es vergessen, die Dinger müssen laufen ohne Ende. Und dann bringst du auch was zusammen, dann sind 100 Kubik in der Stunde halt mal überhaupt kein Stress. Und da muss man hinkommen, es muss eigentlich über 100 Kubik die Stunde gehen. 120, 130, 140. Ich glaube, die damals von Wittruck haben 170 ausgebracht. 36 Meter Gestänge, das ist schon eine geile Nummer, ne? So, und ich muss schauen, dass eine blitzt in der Zeit. Oh Mann, ich glaube, ich packe jetzt schon mal die Drohne aus. Also bis gleich. So, also, jetzt haben wir wieder. Alter, die Blinker, das ist doch unglaublich. Hinten Kameras, zwei Kameras hinten, das ist ja unglaublich. Das Fass kostet locker leicht. 180, 190. Rainer hat auch Reifenregeldruckanlage, das ist mir immer sehr wichtig, dass du einfach auf die Flächen möglichst bodenschonend unterwegs bist. Und dann ist auch dieses Argument immer, ja, ihr fahrt ja mit solchen Geschütze auf dem Acker rum, aber einen Stab macht der. Ist ja unglaublich. Dann zählt halt dieses Argument da einfach nicht mehr, ne? Weil du halt eine immense Aufstandsfläche hast. Und je größer die Reifen sind, und je breiter, wobei die Breite nicht mal das mega entscheidend ist, doch auch mit, aber je größer die Aufstandsfläche ist und je höher die Karkasse, also das seitliche Teil, desto mehr können die abflachen nach vorne hin. Und das ist halt entscheidend, wenn du entweder mit 0,8 Bar oder mit 4 Bar unterwegs bist. Und du merkst es auf der Straße, haben die unglaublich wenig Rollwiderstand, wenn die auf 4 Bar fahren. Und sehr, sehr leichtzügig, ja. Und auf dem Acker, wenn du mit 0,8 Bar, manches Mal kannst du auch, wenn es nur gerade und nicht richtig um die Kurve musst, kannst du auch noch ein wenig weiter stückweise abgehen, hast du halt einfach ganz, ganz wenig Stress. Schlepper da, kannst du doch löten, dass wir die Drohne noch hochlassen können. Das macht Zack. Oh, Alter, ich glaube, wir kriegen noch einen Achsbruch da. Unbelievable, da. So, er kann ja auch nicht vorher klappen, weil sonst fährt er über die anderen Ecken. So, sehr gut. Also, ich höre auf zu labern, schmeiß die Drohne hoch.
Ach, da filmt es immer noch? Meine Herren, jetzt wäre ich fast mit der Drohne ins Fass geflogen, so eine Scheiße. So, also, ich hoffe, das Video, also der Drohnenflug hat euch bisher getaugt. Wenn euch das taugt, ja, dann abonniert den Kanal. Ey, wir machen heute schon noch was, also keine Sorge, das Video ist noch nicht vorbei, aber ich muss es schnell wieder haben. Jetzt muss man endlich den Brunner flicken da hier. Also bis gleich. So, schaut's euch an. Schön ist es nicht, ne? Aber was willst du manchmal machen, wenn du nichts da hast? Nachbar hat jetzt noch das Teil da gehabt. Die Problematik ist einfach, dass der, ich muss es irgendwie irgendwo entlasten, ne? Weil der anfängt es schlagen. Also, wenn die Pumpe hat 8 kW oder so und wenn die mal mit Schmackes anfängt es laufen, ne? Dann hast du ein Problem. Und deswegen haben wir halt da irgendwo einen Fleckschlauch gebraucht und wenig Platz haben wir. Ah, und wie es halt immer ist, ne? Ihr kennt ja die Probleme, oder? Kennt ihr das nicht? Sagt mir einen Betrieb, wo das nicht so ist. Ja, sag mal. So, ich gehe jetzt. Ich mache End für heute. Aber keinen Bock mehr. Oh Mann. Aber eigentlich ist das Einbauen jetzt dann gar nicht so schwierig. Hoffe ich. Weil das da können wir stecken. Jawohl. Das da unten schrauben wir hin. Ach, das können wir als Gesamtverbund hinschrauben. Ja, Alter. Jetzt, wie viel wir es hin? Fertig ist der Lack. So, jetzt kommt Erik, also die Frau. Pushen können wir. Setz in Gas! Nein! Ich muss schnell mal fragen, was da los ist. Hallo! Die liegen oben drauf, ja? Hat es nicht geklappt, dass die Eier trotzdem kommen? Ah, nur Moment, ist es ein bisschen krass. Oder willst du schnell rennen? Na, mach du schnell. Ich schaue noch schlimmer aus wie du. Jetzt hängt er drin, hä? Komm! Du Kanaille! Da hilft nur RA.